Herzlich willkommen bei der Speller Tafel. Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Gerhard Korte. Ich bin hier der Organisator der Tafel. Hinter mir seht ihr unsere Mitarbeiter. Insgesamt haben wir 14 Mitarbeiter. Wir versorgen im Moment rund 220 Leute. Nicht jeder kann hier einkaufen, nur der, der einen Schein mitbringt. Entweder wenig Rente hat oder Wohngeld oder Hartz-IV-Empfänger, die müssen von der Gemeinde eine Bescheinigung haben. Dann dürfen die bei uns gegen geringe Entgelt, Erwachsene 2 Euro, Kinder 50 Cent hier einkaufen. Wir freuen uns, dass wir von ganz vielen unterstützt werden, also Spendern. Wir möchten uns bei allen Spendern bedanken, ganz besonders bei Dr. Bernhard Krone, der jede Woche 50 Liter Milch uns zur Verfügung stellt. Von der Dr. Bernhard-Krone-Stiftung. Des Weiteren möchten wir uns bei allen Kindergärten in Spelle, Fennhaus, Schapen, Lünne und bei der Oberschule Spelle sehr herzlich bedanken. Die Oberschule Spelle hatte durch Schülervertretung mir mitteilen lassen, dass sie so etwa 50, 60 Konserven sammeln wollen. Es sind aber insgesamt erfreulicherweise über 300 geworden. Weiter möchte ich mich noch bei allen anderen Spendern der Gemeinde bedanken. Und hoffe auch, dass Sie weiter im nächsten Jahr spenden. Wir sind insgesamt 14 ehrenamtliche Mitarbeiter hier, wovon unsere Älteste fast 87 ist. Möchte ich nur sagen, unser Einzugsgebiet ist die Samtgemeinde Spelle, Dreierwalde und Salzbergen, die wir noch dazu nehmen. Und unsere Sachen kommen wir von Lingen. Die bringen das, die organisieren und holen das auch, weil wir selber kein Auto haben. Und einige Sachen organisieren wir selber.